Leute, willkommen zu diesem Video auf dem Kanal. Heute sind wir gerade in Immelinne, wir gehen noch rüber zum Kadaköy. Wir sind hier gerade bei der Hagia Sophia dort. Ich habe schon einiges dort gefilmt, das werde ich euch jetzt mal einfach einblenden. Wir wollen hier aber auch auf jeden Fall einiges essen und das werden wir heute tun. Letzten Tag die ganze gefasst hat, heute ist Bayram. Deswegen an jeden, der es sieht, okay, ist wahrscheinlich ein paar Wochen zu spät, aber Bayram ist gut los oder Eid Mubarak. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum ersten Spot und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir wollten gerade in der Hagia Sophia beten, aber das hier ist die Schlange. Also bis man daran kommt, ist schon wieder Fajr, Digga. Das ist crazy. Okay Leute, das Gebet ist verrichtet. Wir sind noch ein bisschen rumgelaufen, einfach einen langen Weg, einfach den geraden Weg geradeaus gegangen. Und jetzt haben wir uns Döner geholt und Abdu hat natürlich direkt reingewissen, ohne aufs Video zu warten. Was hast du deiner Gegending zu sagen, zu deiner Verantwortung, zu deiner... Mein erstes Freiheit ist mir sehr wichtig. Mir ist dein Essensfreiheit nicht wichtig, Digga. Wir arbeiten hier, Digga. Wir arbeiten hier. Komm, deine Essensfreiheit. Beiß einmal rein. Sieht ein bisschen würziger aus. Da ist noch mehr Gemüse drin, ne, als sonst. Sieht ein bisschen mehr aus wie Berlin-Style als sonst, Digga. Wollte ich gerade sagen. Also, das Fleisch ist Türkei-Style sozusagen. Aber wir haben jetzt hier klassisch Berlin. Bisschen Tomate, Salat reingepackt. Okay, Pommes. Und ja. Schmeckt ganz gut. Schmeckt es gleich? Findest du das? Ich probier's mal. Ja, das Fleisch schmeckt gut. Also bis jetzt habe ich noch nie schlechtes Fleisch gegessen. In Istanbul. Und ich glaube, das wird sich auch nicht schnell ändern. So, die Standarddöner sind, haben hier ein echt gutes Fleisch. Das ist halt der eine Döner, den wir bei Kızılkaya gegessen haben, da wo wir auch Dings gegessen haben. Istak Burger. Ja. Da ist zum Beispiel auch einfach nur Dings gewesen. Standard. Ja. Ja. Also Leute, Standarddöner hier hat sehr hohe Qualität. Und das Brot ist auch sehr schön. Kennt man auch ein bisschen Sesam und... Schwarze, wer ist das nochmal? Ich weiß noch Arabisch. Ich weiß auch noch den türkischen Namen gerade. Ich finde, schmeckt sehr gut und ich würde ihm eine 8 out of 10 geben. Okay Leute, ich probiere jetzt auch einfach mal und ich habe hier schon den Döner ab 18. Das Video ist crazy. Nichts für schwache Nerven. Ist natürlich ein April-Scherz gewesen, bitte nimmt sich zu ernst. Reinbeißen, let's go, Heidi Bismillah. Ich hatte gerade ehrlich viel zu viel Brot drauf, weil ich hier vorne abgerissen habe. Aber das Brot schmeckt echt gut, hat so einen Porcher-Geschmack ein bisschen, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Das Fleisch auch sehr, sehr solide. Also einmal mal besser als der Standarddöner in Deutschland, das ist sowieso klar. Aber auch hier für das Niveau schon ein bisschen höher, jetzt aber nicht ultra hoch. Da habe ich hier schon bessere gegessen, wie zum Beispiel der in meinem Iftar-Vlog. Den könnt ihr euch auch gerne geben, ist in der Beschreibung verlinkt. Aber trotzdem ein solider Biss. Der Dirakos, der Hase, ist nicht so günstig, auch für die hier Verhältnisse, aber ist auch nicht so teuer. Hier gibt es auf jeden Fall einige viel teurere Döner, die man leider hier auf den Straßen gesehen hat. Einer wollte für 70 Gramm Fleisch 10 Euro haben, Digga, das war schon crazy. Also das war schon krass. Ich würde sagen, ich beiße noch einmal ab und mache einen Kutsche in meinen Mund. Ist jetzt nicht so scharf, aber ich liebe die Säure von dem Tulshu, die gibt wirklich nochmal einen guten Geschmack dazu. An sich, die Kombination schmeckt auch ganz gut, es ist keine Soße oder sowas drin natürlich, es ist ein türkischer Döner. Aber Tomaten, der Salat ist jetzt auch nicht so viel, dass er übertönt oder so. Der Hauptgeschmack ist natürlich das Fleisch, ist ziemlich lecker, kann man auf jeden Fall machen. Wir haben jetzt irgendeine Süßspeise geholt, oben so karamellisiert, aus Lissabon oder so, also aus Portugal anscheinend. Habt ihr wollte probieren, er meinte, er hat es in Portugal schon mal gesehen oder so, Videos oder so. Madeira. Auf Madeira, genau. Ich würde sagen, probieren wir einfach mal, ne? Sieht aus wie Milchreis in der Mitte einfach, aber... Wirklich, wie so Südlatsch. Ich glaube, es ist eher so Pudding. Ja, ich glaube, das ist so Pudding, der so karamellisiert wurde oben oder so. Geil? Ja, außen ist so ein Blätterteig, sozusagen. Und innen ist so ein leckerer Pudding und es schmeckt sehr lecker. Lohnt sich auf jeden Fall nicht ganz trotzdem. Nee, nicht ganz. Die hat 3 Euro gekostet. Das ist ein kleines Ding. Das ist schon bodenlos teuer. Das ist schon wirklich teuer. Schon. Also viel kostet ein Döner, ne? Muss man denken. Hier. Dann probieren, reicht es auf jeden Fall einmal aus. Und ja, schmeckt sehr gut. Ich probiere es natürlich auch einmal. Heidi Bismillah, Freunde. Kann
schöne karamellige Note. Außen der Blätterteig sehr, sehr schön knusprig. Zergeht auch schön im Mund. Ziemlich süß, aber hat auch so ein bisschen eine Säure, so eine Zitronensäure, ne? Merkst du das? Das sind halt so Zitronenschalen so reingerieben, also Zitronenzeste. Zitronen. Hat was. Hat was. Aber kommt mir auch aus dem türkischen bekannt vor von der Art her. Ich glaube, wegen dem Blätterteig erinnert mich an einige türkische Süßspeisen. Ja, Digga, für 3 Euro absolut überteuert, Digga. Aber einmal probieren geht auf jeden Fall. Kann man machen. Digga, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Monster vor uns. Okay, er redet nicht. Dann würde ich sagen, dann probiere ich als erstes und nicht du. Ich bin heute der Kameramann. So, ich würde einfach sagen, nehme ich schon mal diese eine Hälfte. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr juicy aus. Digga, ist auch der Juicy Burger. Oben Käse und ich glaube so Halal Bacon. Dann noch ein riesen Patty. 180 Gramm ist in so einem Burger drin. Nochmal karamellisierte Zwiebeln. Und ein ziemlich krosses Bun, unten ziemlich weich und auch, wie der Name sagt, juicy, Digga. Guck mal, wieder Trieb, Bro. Guck mal, wieder Trieb. Ja, Mann. Das ist schon krass. So würde ich sagen, wir probieren einfach mal. Man braucht auch Handschuhe bei dem. Ist auch besser, weil dann wird meine Hand nicht fertig, Digga. Ich hasse das so sehr. Heidi, bismillah. Das Fleisch ist schön medium, Digga. So wie es sein muss bei so einem dicken Patty. Der geschmolzene Käse schmeckt ziemlich gut, schmeckt wie dieser Billigkäse. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, oh, kein qualitativer Käse und dies und das. Aber ich liebe so einen Billigkäse, Digga. Ich liebe das, diesen Plastikkäse, Digga. Du Ekliger. Du biederst mich an. Wie kannst du nur sagen, ich beiß noch einmal. Bester Burger in Berlin. Bester Burger in Berlin, Leute. Nee. Das ist nichts so krass Besonderes, muss ich sagen. Aber schmeckt solide. Also ist ein solider Burger auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ist aber ein bisschen teuer, muss ich sagen. Obwohl, mit Pommes, doch, 15 Euro mit Pommes, Digga, das ist schon. Oder so 13 Euro oder so mit Pommes. Ja, auf das Hotbar ist das ganz okay. Also für diese Verhältnisse bei so einem Laden, das ist natürlich ganz okay. Aber sonst, ein bisschen teuer, aber trotzdem machbar. Kann man einmal probieren, aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil es einfach nichts so Besonderes ist. Aber wenn man einen soliden Burger in Istanbul essen will, kann man es auf jeden Fall trotzdem machen. Hier noch ein bisschen Pommes mit so einer starken Würzung. Auch einfach reinschieben, Digga. Die haben nicht mal Mayo oder so gebracht, aber egal. Ah, das ist ein Tisch. Ah, hier. Die Pommes schmecken sehr kartoffelig, aber jetzt auch nicht so besonders. Ja. Aber kann man auf jeden Fall machen, die sind gut crispy. In schöner Kartoffelgeschmack kann man auf jeden Fall machen, Digga. Nichts Falsches daran. Also ich sag's so, wie es ist. Nussnetz ist ja ziemlich überteuert und man sieht auch oft in Restaurants viele Fails. Aber das hier ist eigentlich ziemlich solide. Sehe ich kein Problem mit. Aber natürlich auch nichts Besonderes. Ganz kurze, knackige Rating geben wir einfach nur. Weil das ja schon ausführlich erklärt ist. Tschuh. Gefällt mir. Ich gebe eine 8 von 10. Danke fürs Zuschauen. Nee, ich werde es kurz halten. Saftiger Burger, wie der Name auch schon verrät. Leckerer Fleischgeschmack, guter Käse, geschmorte Zwiebeln, karamellisiert. Und ja, alles in allem einfach ein guter Burger. Nicht so viele Zutaten. Ja, 8 von 10. Bruder, wir sind gerade ein Tax-Team. Wir sind irgendwie so 30 Dönerläden nebeneinander, ne? Und jeder Döner sieht einfach 1:1 gleich aus, Bro. Jeder Döner sieht einfach 1:1 gleich aus. Sogar mit denselben Tomaten und so oben drauf. Und das ist crazy, Bro. Das ist crazy. Dieser Laden, dieses Kizilkaya-Laden, das rasiert alles einfach. Da vorne Riesenschlange, hier der Laden komplett gefüllt. Ist eine Kette, die gibt's überall gefühlt, ne? In Kadıköy haben wir dort auch die Islak Burger gegessen. Das ist wirklich krass, Digga. Der Laden geht absolut ab. Oder die Kette halt, Digga. Also, Bruder, der Besitzer, dieser andere Multimillionär, dieser andere Multi. Ja, Mann, das ist einfach ein Critical Bunny. Der neue Operette der Neuzeit, Digga. Mythischer Hase. Multimillionär. Digga, Mr. Beast Schokolade, das war's komplett. Okay. Ja. Aber Süßigkeitenladen, das ist einfach ein bisschen Schokolade, Digga, das ist crazy. Die Straßen von Istanbul, Digga, die leeren Straßen von Istanbul. Ja, wir sind zurück in 2018. Wie ist es? Schmeckt gut. Wir haben Strawberry Lemonade geholt. Ich habe mit Zitronenboba, er hat mit Mangoboba. Und schmeckt sehr gut. Zitrone-Erdbeer-Kombination ist sehr empfehlenswert. Stabil. Ich probiere es natürlich auch mal. Ich wurde kurz unterbrochen. Digga, ist halt Bubble Tea, Digga. Da soll man viel drüber sagen. Du dummer Bastard. Aber ich weiß, irgendwie schmeckt es ein bisschen sauer. Als hätte ich Lemon, Digga. Ich weiß nicht. Mir auch, aber. Deswegen Lemonade. Ja, ich glaube schon, Digga. Wir wissen gar nicht, was wir haben. Ich glaube, wir wissen beide nicht, was wir bekommen haben, Digga, weil
Wir haben verschiedene Perlen, aber wir haben dasselbe Getränk und jetzt... Das Getränk schmeckt auch schon nach Zitrone. Ja, das Getränk schmeckt mies nach Zitrone, deswegen Ritsche Hase. Immer noch Zitrone, Erdbeer, ist entspannt, Digga. Schmeckt ein bisschen wie diese Erdbeerfanta, muss ich sagen. Nur ohne Sprudel. Schmeckt entspannt, Digga, aber gibt's tausendmal besseres. Ja, also tausendmal würde ich jetzt nicht sagen. 10.000. Gibt's besseres, Digga? Scheiß drauf, Digga, weiter. Char-Döner wäre vielleicht gut gewesen. Vielleicht wäre doch ein Char-Döner besser. Okay, Freunde, wir haben einen Char-Kebab. Habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Ist so ähnlich wie ein Döner, aber horizontal, Digga. Ich wollte gerade vertikal sagen, aber ist so. Da hinten, ich weiß nicht, ob man ihn sehen kann. Kann ich gleich zeigen oder ist vielleicht ein Video schon drin? Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, ich nehme mir mal vom Spieß so ein Stück Fleisch ab, Digga. Ist ehrlich nicht viel, aber wir haben heute schon sehr, sehr viel gegessen. Deswegen, ihr wisst, Digga, wir können jetzt auch nicht absolut voll fressen. So, ich mach ein bisschen Salz drauf, Digga. Digga, ist einfach Pfeffer. Okay, sorry. Bisschen gepfeffert, bisschen gesalzen. So, ein bisschen Salz. Der Boss hat schon ein bisschen Angst, dass hier sein Laden in Kritik steht gleich. Okay, Freunde, wir probieren jetzt einmal diesen Char-Kebab. Dazu kommt dann noch Anchovies mehr, Zwiebeln, dies, das, Tucho, oh, diese Bomber-Tuchos, Digga. Die sind sehr, sehr stabil. Okay, Freunde, let's go. Schmeckt würziger, aber auch um einiges fleischiger als Döner. Ist schon echt geil. Hat ein viel krasseres Grillaroma. Schmeckt mehr, wie wenn du einfach ein Isgala vom Spieß isst, Dicker. Irgendwie so ein Pisola oder sowas zum Beispiel. So ähnlich, Dicker. Von der Art her, einfach wie wenn du so ein in einem Grillrestaurant isst. Ja. Man merkt den Grillgeschmack totes. Also wirklich ganz anders wie ein Döner. Würde man nicht erwarten vom Ding her, weil im Endeffekt ist ein Spieß, der vertikal gehangen wird. Aber das Fleisch ist auch anders und die Grillart selber macht tatsächlich doch noch einen Unterschied, weil es über Holzkohle gegrillt wird, die halt so am Boden ist, you know? Jo. Ich würde sagen, ich probiere jetzt nochmal das Esme. Probier auch nochmal mit dem Brot. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Esme schmeckt ein bisschen billig, muss ich sagen, ein bisschen übersalzen und hat ein bisschen billig. Zu viel so Salcha drin. Ich mag eher diese Esme, die so schmutzig, die ist so süß. Oder weißt du was? Oh, kannst du doch noch was bekommen. Wie ist das jetzt wichtiger? Wie? Qualitatives Fleisch sollte gut sein. Freut mich für Sie. Sollte für 3 Wochen reichen. Okay, auf jeden Fall. Ich mag es mehr, wenn es so auf Nalekshi-Basis ist. Also Granatapfelsirup-Basis. Das ist übrigens alles in dem Menü drin. Kostet 160 pro Person, so ungefähr 5 Euro. Also 10 Euro insgesamt für das alles. Ist auch ein bisschen happig, sag ich so, wie es ist. Also ist schon teuer, ist sehr teuer. Aber muss damit leben, ne? Jetzt nochmal die ultimative Kombination. Oder jetzt, guck mal, jetzt ein bisschen Esme als Soße. Bam, 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 bam. Nicht zu viel, weil ich habe gemerkt, der ist ein bisschen übersalzen. Und zum anderen, man will ja den Fleischgeschmack haben, ne? Dafür sind wir ja hier. Dann noch ein bisschen Zwiebeln. Natürlich mit schön viel Sumak, Digga. Sumak ist goated. Auch immer auf euren Döner machen, vertraut mir. Und dann kann man noch einen Tuchel reinnehmen, lasst es aber tatsächlich lieber. Und dann noch ein Stück Fleisch. Warm, Digga. Das sind jetzt schon ein Fünftel von allem, was man bekommt. Da würde ich sagen, zuklappen, zack, zack und rein der Hase. Und? Es ist noch leckerer als davor? Nein. Es ist nicht leckerer? Nee. Jetzt ist Fleisch alt, vertraut mir, benutzt das Brot und noch ein bisschen das Essen und so zu essen. Einfach nebenbei. Purer Fleischgeschmack überwiegt also uns besser. Ich probiere jetzt auch mal einmal nur mit Dings, nur mit bisschen Brot. Ei, Bismillah. Nur mit Brot ist schon besser, aber esst es am besten einzeln oder nur mit Brot. Die Sachen würde ich so als Nebendips benutzen, aber macht euch keine Sandwiches hier raus, Digga, das lohnt sich nicht. Vertraut mir. Aber zum Schluss noch ein Bomber für den guten Kick, Digga. Es geht um das Fleisch und wenn das Fleisch nicht gut ist, ist das Gericht nicht gut. Ja. Bisschen fettig, manche mögen das ja nicht, aber ich mag das. Digga, Fett am Fleisch ist das Geilste. Fett ist Geschmacksträger, aber sollte nicht zu so sein wie Kaugummi. So, wisst ihr, was ich meine? Das, ja. Schön, das muss gut durch sein, das Fett muss gut angebraten sein. Mir gefällt sehr saftiges Grillaroma, saftiger Geschmack, als wenn man wirklich zu Hause grillen würde einfach. Und es dann ist direkt, so Lammfleischmäßig. Und auch eine 8 von 10. Das war's schon. Das Ding ist, wir wollten eigentlich da drüben hin, ne? Da ist so ein Fischdürüm. Aber die Schlange ist riesig. Ja, die ist schon ein bisschen kleiner geworden. Vielleicht stellen wir uns auch noch da an. Ich musste gerade eben, Bruder, mein Darm hat miese Probleme gemacht, aber vielleicht schaffen wir es noch. Wenn wir es schaffen, dann werdet ihr es auf jeden Fall gleich sehen. Also, Berke wollte unbedingt noch 2 Döner bestellen. Ach so, ja, genau. Das
deswegen haben wir jetzt nochmal so ein fluffiges Brot. Also auf jeden Fall sehr anders als das in Berlin. Ist wahrscheinlich auch selbst gebacken. Und hier sind die Insides. Keine Soße ist üblich. Und wir haben auch ein bisschen Salat. Der dünne Analysator, Digga. Das ist saftige Char-Kebab-Fleisch, also on Charcoal gemacht, also Holzkohle. Tschüss. Und das unterscheidet halt das mit dem normalen Döner. Also mal probieren. Die Katze ist auch direkt back, Digga. Die wird heute von uns verwöhnt. Boah, der Wind ist gerade richtig fett im Mikrofon. Leute, I love it. This is it. Ja. Einfach, ihr habt einen Grill und ein Brot gepackt. So schmeckt das. Findest du krasser als den normalen Döner? Ich muss einmal reinbeißen dafür. Ich muss sagen, das ist mehr mein Fall als den normalen Döner. Ich liebe es einfach. Es ist auch sehr saftig. Es ist noch fettiger als das Dönerfleisch. Man sieht auch hier das Fett förmlich. Also das Weiße. Deswegen macht es noch mal ein bisschen saftiger, da es keine Soße gibt. Schmeckt einfach. 9 von 10. Das war's. Ein Erlebnis, Leute. Okay, Leute, ich habe jetzt auch meinen Tombik Cha Döner. Tombik heißt das Brot oder Pide sagen Pide, Digga, ist mir so scheißegal. Wir haben gerade Probleme beim Bestellen, deswegen. Man muss schon sagen, da ist schon ziemlich wenig Fleisch drin, aber 5 Euro, ja, okay, ist halt so das Ding. Ich würde einfach sagen, ich probiere das jetzt. Let's go, Freunde. He's too stunned to speak. Versuche so jemand, der mal viel Salz isst. Das ist tatsächlich relativ häufig schon vorgekommen, ne? Ja, aber vor allem bei sowas brauche ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr, bei so Grillsachen. Ja, und das sollte auch das einzige Gewürz sein, wa? Beim Fleisch. Ja, bei so einem Fleisch auf jeden Fall schon. Ich mache ganz kurz eine Insta-Story. Folgt mir auf Insta übrigens, der Name ist unten eingeblendet. Einfach reinfolgen, wichtig. Grüße gehen übrigens raus an Erik, der unser Essen mitzählt, weil wir den ganzen Tag hier nur am Fressen sind. Ich habe eins weniger als Berke. Das ist so gelogen. Auf jeden Fall, normalerweise essen wir erst nach Iftar, aber ist ja jetzt heute 8. Deswegen können wir uns die ganze Zeit gönnen. Und ich würde sagen, deswegen wird sich jetzt auch der hier gegönnt. Ich muss ehrlich sagen, normaler Döner ist auf jeden Fall mehr mein Fall. Ich finde, das Fleisch geht hier ein bisschen unter. Bei dem normalen Döner hat man ja mehr so einen Haufen an Fleisch. Das finde ich einfach viel angenehmer, viel leckerer, viel schöner. Das Fleisch alleine schmeckt hier vielleicht besser, aber weil man einfach nicht genug davon bekommt, geht das so stark unter, dass es sich einfach nicht mehr für mich lohnt, würde ich sagen. Wenn ich so ein Brot holen würde, würde ich lieber einen Döner holen, aber auf dem Teller kann man das auf jeden Fall sich gönnen. Char-Kebab, sehr, sehr lecker, aber ein Döner nicht mein Fall. Was gibst du? Von 0 von 10 Holzkohle zu Tüten? Bruder, ich sag so, es ist im Brot eine 6 von 10, aber nur das Fleisch eine 8,5 von 10. Okay, ihr habt den Experten gehört. Digga, die Schlange ist einfach noch länger geworden, Bro. Mit jeder Zeit, mit jeder Sekunde wird sie einfach noch länger. Das ist crazy. Weißt du, was nicht länger? Okay. Wir haben jetzt 2 Balik Egg Max. Also 2 Balik Dürüm, so? Ja, Dürüm. Soll ich einfach direkt probieren? Nein, ich probiere zuerst. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich probiere direkt als erstes, weil ich halt danach die Kamera, so. Die haben es außen gewürzt, die haben es innen gewürzt, Digga. Das Gemüse ist gewürzt, Bruder, alles angebraten. Wie ihr gesehen habt. Es kann nur krass schmecken, wirklich. Wir haben jetzt schon eine Weile angestanden, aber es ging trotzdem noch von der Zeit her eigentlich. Also hat es eben eine halbe Stunde oder so gedauert, glaube ich, aber es ging noch klar, Digga. Es ging noch klar, muss ich sagen. Ist aber ziemlich teuer. 5 Euro pro Ding. Das werde ich auch noch einblenden. Ich habe in Karaköy vorne weiter am Hafen ein Burger King probiert. Das war noch vor 2 Monaten. Glaub, das werdet ihr auch in diesem Video sehen. Das ist dann der nächste Spot. Dort hat es damals auch 120 Liter gekostet. Deswegen 160 ist, denke ich, dafür ganz normal. Aber an der Stelle würde ich sagen, ich probiere den jetzt einfach mal. Let's go. Und? Deutsche. Was sagt der Profi? Vielleicht haben die dich erkannt. Was sagt der Drache? Man muss noch ein bisschen essen. Wow. Gesund auf jeden Fall, ja, sieht gesund aus. Obwohl da viel Öl benutzt wird, aber hat auch nicht so viele Kohlenhydrate. Fisch an sich ist nur gesund, Digga. Hat wahrscheinlich trotzdem einige Kalorien, aber vom Ding her sollte man gute Vitamine und so weiter durch den Snack bekommen. Oder durch das Essen, Digga. Ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich schon relativ satt. Deswegen fühle ich mich gerade schon ziemlich voll. Aber ich mag den Salat nicht so sehr, muss ich sagen. Also okay. Ich denke, ersten Dings, muss sagen, ich mag den Salat nicht so sehr. Die Art von dem Salat. Aber ich bin an sich nicht so ein Fan von nur Grünzeug. Eher so mehr Zwiebeln, mehr Tomaten und sowas. Zwiebeln sind hier zwar drin, aber auch nicht genug, so dass den
den Geschmack so von dem normalen Salat übertönt. Normalen Salat benutze ich eher als Füller und nicht als Geschmacksträger oder sowas. Hier ist schon ein bisschen mehr Geschmack durch dieses Salat da. Die Würzung schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Der Fisch ist, ich würde jetzt mal sagen, saftig, also der ist sehr, sehr zart. Ist auf jeden Fall auch ölig durch das ganze Fett, was da benutzt wird. Zum Anbraten ist auch ein relativ fettiger Fisch, muss ich sagen, aber ist lecker. Die haben hier gerade Neidikisse oder eine andere Soße benutzt. In dem Biss gerade war es drin. Hat auch ein bisschen was Sojaartiges, so was Bitteres, so eine salzige Dingsnote. Hat auf jeden Fall viel besser geschmeckt, dieser Biss gerade, weil dieser Salatgeschmack nicht mehr so übertönt war. Der Biss gerade eben war safe mindestens 2 Punkte besser als der Biss davor. Der Biss davor wäre so eine 6 von 10 gewesen. Dieser Biss war gerade safe eine 8 von 10. Das heißt, okay, man kann jetzt nicht nur von dem einen Biss werten, man muss schon ein bisschen tiefer gehen. Aber ich sag safe so 8,5 von 10 oder so. Unter den Fischbroten natürlich. Also man muss schon Fischbrote mögen dafür. Zum Glück mag ich Fischbrote und deswegen werde ich mir den jetzt weitergeben. Leute, kurz und knackig, ne? Also Profi hat eine ausführliche Analyse gegeben. Hier außen ist auch ein Gewürz, weißt du, was das ist? Ich habe keine Ahnung, was ein Gewürz ist, Digga. Sieht aus wie so ein Kräuter, auf jeden Fall. Kräuter. Ich meinte ja, die haben außen, innen alles gewürzt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr intensiv gewürzt aus. Schmeckt auch ziemlich intensiv. Also der erste Biss nicht so sehr, muss ich sagen, aber danach wird es immer besser. Also der erste Biss ist hierbei kein so, ist nicht so ausschlaggebend für den Geschmacks, für das Geschmackserlebnis, genau. Weil der Anfang ist ein bisschen low, muss ich sagen, aber es wird mit jedem Biss besser. Ich mach's kurz und knackig. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fischfan. Wenn ich Fisch esse, dann frittiert er so. Weil das gefällt mir auf jeden Fall und ich würde, glaube ich, jetzt erstmal so eine 6 geben, aber ich mach's nochmal rein. Geh ein bisschen. Ich kann nicht beschreiben, was da abgeht, aber es sind sehr viele Geschmäcker. Mhm. Schmeckt gut, ja. Schöner Snack auf jeden Fall. Ich kann nicht verstehen, warum da 500 Leute warten. Irgendwas muss da besonders sein, aber das Problem ist, es ist mein erster Balik Egg Mac und ich weiß nicht, wie die anderen schmecken. Das heißt, würde ich ihm erstmal eine 7 geben und ich genieße den auf jeden Fall jetzt. Ich muss auf jeden Fall sagen, das schmeckt ziemlich anders im Vergleich zu anderen Balik Egg Mac. Deswegen ist wahrscheinlich auch die lange Schlange da. Der ist aber auch auf TikTok und Twitter schon sehr, sehr beliebt. Und unter anderem Bernd Zehner war hier auch. Den kennen wahrscheinlich viele. Der ist in letzter Zeit öfter mit Hurl und so weiter unterwegs. Der hat mit seinem Kanal Deliziös immer wieder so Dokus von verschiedenen Städten und so gemacht. Und dabei auch in Istanbul. Und da hat er hier das alles getestet. Der lohnt sich auf jeden Fall, ist sehr, sehr lecker. Wenn man herkommt, kann man es gerne mal probieren, wenn man sich die Schlange, wenn man wirklich die Schlange auf sich nehmen will. Wenn nicht, Digga, dann scheißt halt einfach drauf. Aber ihr müsst Balik Egg Mac mögen dafür, muss ich sagen. Also ihr müsst Fisch dafür mögen. Abdu der Keck hat sich Mocha Eis geholt. Jalla ist. Japanese Ice Cream heißt das, aber egal. Leute, das ist immer noch eingefroren, ich weiß nicht, was machen soll. Ist das so? Oh, Dings? Schmeckt's? Oh, tschüss, Abdu gibt mir Rose, tschüss. Romantiker und so, ey, wo sind Frauen, wo sind die Frauen? Wo sind die Chayas, Bro? Du willst sie weiterschenken? Bruder, versteh mich nicht falsch. Wir sind Brüder, Bro. Aber ich muss mein Glück woanders finden. Nein, Abdu! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. Ich bin noch 9% Akku, zum ersten Mal geht mein Akku zu Neige, ne? Aber ich bin noch nicht mit 100% losgegangen. Auf jeden Fall, wir haben hier jetzt so Mini-Chiki-Öftes, Digga. Ich hab gleich mal mein Düdüm. Aber wir probieren die einfach schon mal so. Jo. Einfach beide mit so einem kleinen Lavash, der ist irgendwie rot. Ich hab keine Ahnung, oder ist es überhaupt? Ich hab Fleisch, keine Ahnung, was Fleisch, das ist. Fleisch, das ist Fleisch. Ey, ich glaube, es ist wirklich Fleisch, ne? Mal, okay, Digga, wir probieren jetzt einfach mal. Let's go, Digga. Die haben gepuckt. Oh, scharf. Oh, sehr würzig. Krass. Oh, wow, wow. Ey, schmeckt gut. Die Schärfe kickt rein. Ich finde das nicht so scharf, aber ich finde, das ist sehr stark gewürzt. Schmeckt echt gut. Ich hätte nicht erwartet, dass es mir so schmeckt. Ihr habt tatsächlich gesehen, es sieht richtig Luxus aus da drin. Heißt aber auch Gourmet, also muss schon was zu bieten haben, wenn es so einen Namen hat. Digga, war Doflamingo aus One Piece, wow, Digga. Okay, Freunde, wir testen jetzt das Chiki, das ist am nächsten Morgen. Ich konnte gestern nichts mehr essen, Bro. Wirklich, also, es war kritisch. Er hätte noch ein Kokoreci gefettet. Ja, ich kann viel essen. Okay, Freunde, ich habe jetzt den Chiki genommen. Das ist ganz komisch, ich weiß nicht, was für ein grünes Ding das ist. Aber mal probieren. Das gestern war ja ein Fleisch umhüllt und diesmal ist hier irgendwie sowas Grünes drum. Ich tipp's auch einmal in die Soße. Ey, es ist so unordentlich bei uns, aber wir fliegen morgen, deswegen ist alles scheißegal. Und ich hoffe, man hat's gut gesehen. Let's go, Freunde.
Ich bin ehrlich, mir fehlt ein bisschen das Nadi-Cheese, aber sonst ist es echt stabil, schmeckt sehr lecker. Und das ist auch Chiköfter mit echtem Fleisch, also nicht diese veganen Sachen. Aber schmeckt echt gut. Jetzt nochmal einmal ohne Soße. Ja doch, schmeckt Baba, aber das Ding ist, die Scheiße hat 10 Euro gekostet. Also alles. Ich hole lieber die günstigen, Digga, beim normalen Handel, anstatt bei so einem Gourmet-Handel. Weil die gefallen mir dann doch trotzdem nochmal ein Stück besser. Ey, stellt euch vor, ihr macht bei so einem Auto dieses Spider-Man-Ding und der steigt einfach aus und schlägt euch kaputt, Digga. Spider-Man.